Herzlich willkommen zu unserem CRM-Tutorial Newsletter-Versand, weiter Teil. Beim letzten Mal haben wir den Newsletter aufgebaut, wir haben die Zielgruppe definiert, wir haben das Newsletter-Formular erstellt, wir haben uns quasi die Customer Journey angeguckt, das, was wir jetzt auch sehen. Danach haben wir den Newsletter-Versand. Heute wollen wir uns um das Thema Insights, Interaktion, was passiert, nachdem der Newsletter versendet wird eigentlich im System. Darum wollen wir uns heute kümmern. Ja, also das System hat tatsächlich jetzt den Newsletter versendet. Das sehen wir hier auch in dieser Prozessübersicht, dass eben halt er jetzt 5-mal versendet worden ist. Es sind jetzt noch keine weiteren Aktionen erfolgt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der Newsletter tatsächlich bei einem Kunden oder einem Interessenten letztendlich ankommt. Dazu wechsle ich halt einfach mal in einen anderen Browser und habe mich da schon mal in meinen E-Mail-Account letztendlich eingewählt und wir sehen, der Newsletter ist angekommen um 13.39 Uhr und wir sehen Cosmo Consult Demo Newsletter, den wir versendet haben. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und somit habe ich schon eine erste Interaktion erzeugt. Das heißt, wir haben ja in unserem Kundenkontaktverlauf gesehen, wenn man diesen Newsletter öffnet, wird dann im System auch ein entsprechendes Lead erzeugt. Und ich möchte natürlich noch weitere Interaktionen eigentlich erzeugen im System. Und somit habe ich die Möglichkeit hier auch im Newsletter auf gewisse Bereiche eben halt abzuspringen. Hier sind gewisse Links natürlich im Formular hinterlegt. Und wenn der Kunde sich zum Beispiel für Dynamics 365 CRM interessiert, kann er da draufklicken und wir generieren daraus einen direkten Absprung auf die Website von Cosmo Consult und dort direkt dann in den Absprung auf das Produkt Dynamics 365 CRM. Und hier habe ich aus dem Newsletter dann den direkten Absprung auf die entsprechenden Informationen oder auf das eigentliche, auf die Produktseite von Microsoft CRM. Oh, super. Jetzt interessiert mich natürlich hier, nachdem ich den Newsletter jetzt gesehen habe, wie die Insights jetzt sind. Haben wir die jetzt schon im System? Können wir jetzt schon damit arbeiten? Können wir das jetzt schon sehen? Wir können jetzt schon sehen, welche Interaktionen tatsächlich passiert sind. Dazu gehe ich jetzt gleich wieder ins System zurück und dann schauen wir uns die entsprechenden Insights an. Kann man jetzt schon sehen, dass du ja eben im System auch schon den Newsletter geöffnet hast und auch schon auf einer Seite warst? Das können wir natürlich hier auch im System wirklich live nachverfolgen. Ja? Und wir sehen hier oben schon, der Newsletter wurde 5-mal versendet. Er wurde bisher 1-mal geöffnet und daraus ergibt sich auch in unserem Kundenkontaktverlauf, hatten wir ja gesagt, wenn geöffnet wird, wird automatisch auch im System ein Lead erstellt. Alle weiteren haben bisher den Newsletter jetzt noch nicht geöffnet, aber die ersten Interaktionen können wir eben halt hier sehr schön im System letztendlich nachverfolgen. Wenn ich noch weitere Informationen sehen möchte, wer denn nun geklickt hat, wohin er geklickt hat, die Gesamtinteraktion, also die genannten Insights zu sehen, dazu gehe ich dann wieder auf mein E-Mail-Formular und habe hier dann die entsprechenden Einblicke. Ja, das sehen wir hier oben auf der linken Seite. Und hier sehe ich dann die Gesamtübersicht meiner entsprechenden Insights. Das heißt, zugestellt 4-mal, eindeutige Öffnung 1-mal, eindeutige Klicks 1-mal. Wir haben im Moment keine Hardbounds, keine Softbounds und wir haben im Moment eine Öffnungsrate von 25%. Das wird sich sicherlich im Laufe des Tages dann auch entsprechend verändern. Kann ich auch sehen, wo er hingeklickt hat? Das können wir natürlich auch sehen mit entsprechenden Links, also eine sogenannte Heatmap, die hier angezeigt wird und wir sehen, hier unten sind dann die entsprechenden Klicks, nämlich auf den Link erfolgt. Wir sind ja abgesprungen vorhin aus dem Newsletter-Formular dann auf die Produktseite Dynamics 365 CRM und auch das wird hier genau dokumentiert, wo haben die Kunden letztendlich auch geklickt.
Das heißt, auf welche Interaktionen sind erfolgt, ne, auch zu welchem Zeitpunkt hat wer wohin geklickt. Zum Beispiel der Herr Bayer, also der Rocky Bayer, wurde das E-Mail zugestellt. Der Charlie SP hat um 12.40 Uhr die E-Mail schon geöffnet. So wird dann eben halt das Gesamte dokumentiert. Und wir können eben halt auch tatsächlich nachverfolgen, wer dann auch diesen Newsletter geöffnet hat. Und somit ergeben sich die entsprechenden Insights. Und das Ergebnis sollte ja auch sein, dass auch schon ein Lead erzeugt worden ist in unserem Kundenkontaktverlauf. Und auch das hat das System automatisch gemacht. Wir sehen hier den Kundenkontaktverlauf, den CC-Newsletter, Charlie SP am 24.05. um 12.44 Uhr, respektive, da stimmt die Zeit nicht ganz, nämlich 13.44 Uhr. Aber und hier wurde das entsprechende Lead erzeugt. Wir können eben halt sehen, aus welchem Kundenkontaktverlauf ist dieses Lead erzeugt worden. Wir haben die Beschreibung des Themas und wir haben die entsprechenden Interaktionen natürlich auch hier dokumentiert. Wow, das heißt also, jetzt nichts hier ran. Der ist heiß, der Charlie, er musste dranbleiben. Genau, jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, um eben halt an diesem Kunden oder Interessenten natürlich dann eine Aktivität zu erzeugen, ihn anzurufen, ihn weiter zu kontakten, um dann eben halt auch aus diesem Marketing-Lead ein wirkliches qualifiziertes Sales-Lead zu erzeugen. Das wäre dann sicherlich der nächste Schritt. Ja, vielen Dank dafür, Sven. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Webseite oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin, tschüss.